Wissen Sie, wie Sie reagieren sollen, wenn Ihr Kind plötzlich krampft oder auf einmal scheinbar keine Luft kriegt oder sogar plötzlich seinen Arm nicht mehr bewegt? Heute besprechen wir die drei wichtigsten Kindernotfälle. Bleiben Sie dran! Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich habe in meinem Berufsleben oft die Hilflosigkeit und Ängste von Eltern bei Notfällen erlebt, genauso wie bei anderen Problemen und Krankheiten. Mit meinen über 200 Videos auf YouTube, die Sie auch alle auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee alphabetisch aufgelistet zum Anklicken finden, gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen weiter. Denn Wissen vertreibt Hilflosigkeit und Angst. Der erste wichtige Notfall sollte allen Eltern von kleinen Kindern bekannt sein: der Fieberkrampf. Denn bis zu 5% aller Kinder zwischen dem 6. Monat und dem 6. Lebensjahr erleiden mindestens einen Fieberkrampf im Laufe ihrer Kindheit. Und es ist jedes Mal ein dramatisches Ereignis, vor allem dann, wenn man keine Ahnung hat, um was es sich handeln könnte. Natürlich gibt es über den Fieberkrampf ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Wenn ein kleines Kind plötzlich innehält, die Augen verdreht und mit den Armen und Beinen zu zucken beginnt und dabei gleichzeitig auf Ansprache nicht reagiert, dann löst das bei allen Eltern, die das unvorbereitet und zum ersten Mal erleben, Todesangst aus. Diese Angst muss nicht sein, denn bei einem Fieberkrampf stirbt ein Kind nicht. Es erstickt auch nicht, auch wenn es so aussieht. Meistens stoppt ein Fieberkrampf von alleine nach 1,5 bis 3 Minuten. Das Kind erholt sich meist sehr schnell davon und es sind auch keinerlei Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Kindes zu befürchten. Wenn ein Kind also plötzlich diese Symptome hat, sollten Eltern unbedingt möglichst ruhig bleiben. Darauf achten, dass sich ihr Kind in dieser Phase des Krampfanfalls durch das Zucken, zum Beispiel an scharfen Kanten, nicht verletzt oder dass es sich verschluckt, falls es in diesem Moment etwas im Mund hat. Günstig wäre es zu entdecken, dass das Kind Fieber hat, denn dann liegt der Schluss auf einen wahrscheinlichen Fieberkrampf näher. Es ist absolut verständlich, wenn Eltern, die so etwas zum ersten Mal erleben, den Notarzt rufen. Allerdings wird das Kind, wenn der Notarzt da ist, bei einem normalen Fieberkrampf, der meistens, wie schon gesagt, nicht länger als 1,5 bis maximal 3 Minuten dauert, schon längst mit dem Krampfen aufgehört haben und sich wieder weitgehend normal verhalten. Insofern ist der Notarzt im wörtlichen Sinne dann gar nicht mehr nötig. Spätestens beim zweiten Krampfanfall, wenn die Eltern auch mit einem Notmedikament ausgestattet sind und wenn sie darüber aufgeklärt wurden, dass ein erneuter Fieberkrampf auftreten könnte, können Eltern dann etwas angstfreier mit diesem Notfall umgehen. Wenn Sie meine Videos nicht mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Kanal, heben Sie den Daumen und empfehlen Sie mich weiter. Der zweite Notfall ist nicht minder dramatisch, wenn man noch nie davon gehört hat. Wenn ein Kind in der Nacht plötzlich aus dem Schlaf aufwacht und scheinbar keine Luft kriegt und ganz komisch hustet, haben Eltern, die davon nichts wissen, natürlich Todesangst um ihr Kind. Sie rufen in ihrer Verzweiflung sofort den Notarzt oder fahren ins Krankenhaus und könnten doch so viel selbst Gutes für ihr Kind tun, wenn sie es nur wüssten. Es handelt sich bei einem solchen Notfall um den sogenannten Pseudokrupp, bei dem die sofortige Beruhigung des Kindes durch das auf den Arm nehmen und das sofortige nach draußen an die frische Luft treten die Symptomatik und damit die Not des Kindes deutlich bessern ließen. Beim Pseudokrupp handelt es sich um eine meist durch normale Erkältungsviren ausgelöste, nur bei kleinen Kindern bis 6 Jahre vorkommende akute Schwellung der Schleimhaut im tiefen Hals- und Kehlkopfbereich, wodurch diese Atemnot mit dem Ziehen beim Einatmen und der typische bellende Husten ausgelöst wird. Diese Schwellung geht durch das Einatmen von feuchtkalter Luft zurück, sodass das Kind wieder besser Luft bekommt. Auch hier können die Eltern beim möglichen Wiederholungsfall deutlich besser damit umgehen, weil sie dann wissen, was sie selbst Gutes tun können und weil sie ebenfalls
ein Notmedikament für den Wiederholungsfall von ihrem Kinderarzt verschrieben bekommen haben. Über den Pseudogrupp habe ich natürlich auch ein Video auf meinem Kanal mit dem Titel »Wenn das Kind bellt und keine Luft kriegt«. Apropos, falls Sie ein gleichsam nützliches wie unterhaltsames Weihnachtsgeschenk, insbesondere aber für schwangere oder junge Eltern in Ihrem Umfeld suchen, dann habe ich einen persönlichen Tipp. Schenken Sie ihnen doch einfach mein Buch mit den häufigsten angeklickten Themen auf meinem Kanal, wo natürlich auch diese drei Kindernotfälle beschrieben werden. Sie bekommen es in jedem Buchhandel oder online. Beim dritten Notfall handelt es sich zwar um ein nicht mit den ersten beiden vergleichbares, hochdramatisches Ereignis, dennoch ist es wichtig zu wissen, wie Sie reagieren sollten. Wenn ein Kleinkind plötzlich, nachdem es nur an der Hand gezogen wurde, zum Beispiel und klassischerweise beim Engele-Engele-Fliegspiel, seinen Arm nicht mehr bewegt, dann liegt mit größter Wahrscheinlichkeit eine sogenannte Chassignac-Verletzung vor, bei der das Speichenköpfchen aus dem Ellenbogengelenk herausgerutscht ist und dadurch eine Beugung des Ellbogens nicht mehr schmerzfrei möglich ist. Da es diese Verletzung nur bei kleinen Kindern gibt, sollten Sie einem Arzt vorgestellt werden, der sich mit Kleinkindern auskennt und das Gelenk rasch und ohne Hilfsmittel wieder einrenken kann. Insbesondere sind das Kinderärzte und mit Kindern erfahrene Unfallchirurgen und Orthopäden. Und das sollte möglichst bald und nicht erst am nächsten Tag geschehen, weil sonst eine Schwellung entsteht, die die Reposition, also die Wiederherstellung der korrekten Gelenkposition durch ein ganz bestimmtes Manöver, massiv erschwert. Wie Sie richtig vermuten, finden Sie über die Chassignac-Verletzung unter dem Titel »Engele flieg« ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Auch meine vielen anderen Videos vermitteln Wissen und vertreiben Angst. Schauen Sie einfach nach den Titeln auf meiner Webseite. Und wenn Ihnen meine Art der Aufklärung gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo und wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee erzählen.